Die Situation in Gewässern ist ja sehr, sehr unterschiedlich wieder zu dem von der Luft. Wenn ich also 10 Meter Luft habe, dann wird also das Licht wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz wenig abgeschwächt werden. Aber wenn ich 10 Meter Wasser habe, kann das Licht zu 99 oder fast 100% abgeschwächt werden. Also das ist der große Unterschied wieder zwischen uns als terrestrischen und den aquatischen Lebewesen. Nun, auf dieser ersten Grafik ist alles drauf. Da werden wir jetzt stundenlang drüber reden, aber versuchen wir es vielleicht abzukürzen. Sie sehen also das Wellenlängenspektrum, das von der Sonne kommt, von etwa 200, 250 Nanometer bis sehr große Wellenlängen. Man sieht auch gleich eingeblendet UV, sichtbares Licht und dann Infrarot und höhere Wellenlängen. Und was man sehr schön sieht, ist also das, was auf die Atmosphäre jetzt in 10.000, 15.000 Meter Höhe auftrifft, das ist in Gelb dargestellt. Ja? Und zum Vergleich, also die ideale Strahlung eines schwarzen Körpers bei 5.250 Grad, kann man also die Sonne kann man so betrachten, kommt dem recht nahe. Das Rote, das ist jetzt für uns wichtig, das trifft also auf die Erdoberfläche, auf die Seeoberfläche auf. Und da sieht man, wird schon am linken Teil, wird zum Glück einiges weggefiltert. Und dann sehen Sie immer diese blau angezeichneten Verbindungen, die also immer wieder dazu führen, dass das Gelbe, was also ankommt, nicht auf die Erdoberfläche auftrifft. Also das Rote ist das, was wir zu sehen bekommen. Und diese Substanz dazwischen, das ist also Ozon, O3, Sauerstoff, H2O, also Wasser, und dann schließlich CO2, die sorgen dafür, dass wir nur einen bestimmten Teil dieses Sonnenspektrums bekommen. Zum Glück, ja, Ozon, ganz wichtig, sonst hätten wir wahrscheinlich ziemlich schlimme Bedingungen mit dem UV. Ja, Wellenlänge und Energie sollte man sich natürlich auch anschauen. Die Wellenlänge und die Energie, die hängen also sehr, sehr eng zusammen. Und wir werden dann auch im Lauf dieses Kapitels unterscheiden zwischen photosynthetisch aktiver Strahlung, das ist diese PAR, die also zwischen etwa 400 und 700 Nanometer ist, und dem Rest der Strahlung. Und Sie sehen, die machen etwa, kann man sich merken, vielleicht ca. 50% der Gesamtenergie aus, die also von der Sonne auf die Erde dann abgestrahlt und verwendet wird. Jetzt schauen wir uns ein Kapitel an, das ist hier in Innsbruck gemacht und gemessen worden. Sie sehen also diese drei Bereiche, UVA, UVB und UVC. UVC kommt nicht an die Erdoberfläche, das ist großes Glück, aber UVB und UVA erreicht also die Erdoberfläche. Und je höher wir raufsteigen, je dünner also die Atmosphäre und je dünner auch die Ozonschicht, desto stärker wird also UVB und UVA. Also wenn wir 1000 Meter raufsteigen, nimmt die UVB-Strahlung insgesamt um etwa 20-30% zu. Deshalb also diese starke Wirkung im Hochgebirge. Was Sie hier sehen, sind drei Linien. Es ist die wirklich gemessene Strahlung, von Herrn Blumenthaler gemessene Strahlung in Innsbruck, einmal im Sommer, einmal im Herbst. Sie sehen, das sind diese zwei Linien. Die gestrichelten Linien Sommer, Herbst unterscheidet sich ein bisschen. Und dann haben wir noch eine Linie dazu. Das ist also eine UV-Lampe, die in Labors verwendet wird, um das Sonnenlicht zu simulieren. Und was man hier sehr gut sieht, ist, da gibt es einen roten Bereich im UVC und im UVB-Bereich. Da gibt es also ein Spektrum, das natürlich gefährlich ist. Also wenn Sie Versuche machen, sich unter UV-Lampen legen, um zu bräunen, müssen Sie also eine weitere Folie verwenden, die diesen roten Bereich, zumindest diesen roten Bereich, rausfiltert. Gut, noch einmal Watt und Photonen. Hier diese wunderbaren Gleichungen, das Planck'sche, die Planck'sche Konstante, die Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Was interessant ist natürlich, wenn Sie ein einzelnes Photon, die Energie eines einzelnen Photons betrachten, Sie sehen, die ist sehr, sehr, sehr niedrig, dann ist das unterschiedlich, ob das eine Wellenlänge von
400 oder von 700 hat. Wenn wir 350 und 700 nehmen, ist es klar, Wellenlänge 350 hat zweimal so viel Energie als Wellenlänge 700. Und das ist auch der Effekt der Wirkung von UV. Das heißt, UV-Licht kann bestimmte Prozesse, die also Zellen schädigen oder Bestandteile der Zelle aufbrechen, zustande bringen, die eine Wellenlänge von 500, 600 und 700 eben nicht kann, also im sichtbaren Licht nicht. Ja, hier sehen wir eine ganz nette Darstellung, was ist also die Sonnenstrahlung, die Hintergrundstrahlung, die Himmelsstrahlung und die Gesamtstrahlung, ganz, ganz einfach dargestellt. Und an diesen Kurven, Nord- und Südhemisphäre, sieht man eben, wie also die Strahlung jetzt verteilt ist, und zwar ist das pro Tag berechnet, und man sieht, wenn Sie da auf die 30 Grad Nord gehen, dass da im Sommer ja schon relativ viel an Energie über die Sonne auf die Erd- und auf die Seeoberfläche reinstrahlt. Es ist fast natürlich spiegelverkehrt auf der Südhemisphäre, ja, wo Winter und Sommer eben vertauscht sind. Nun, was passiert jetzt mit dem Licht, das auf die Wasseroberfläche einstrahlt? Es wird reflektiert, aber es wird relativ wenig reflektiert. Wenn Sie sich die Kurve anschauen, dann sehen Sie, dass Sie fast, also bei 90 Grad wird null reflektiert, bei 80 auch noch. Und erst wenn Sie in einen Winkel kommen, der hier bei 60, 65 Grad ist, dann sehen Sie, steigt die Reflexion. Wenn das Licht dann sehr schräg einfällt, ist die Reflexion natürlich sehr, sehr hoch. Aber bis zu etwa 65 Grad Winkel ist die Reflexion relativ gering. Und was passiert dann mit dem Licht, das dann eindringt ins Wasser? Da haben wir diese drei Beispiele. Ganz links sieht man, ein kleiner Teil wird reflektiert. Ein Teil wird also gebrochen, und zwar zum Wasser hingebrochen. Wenn das Licht einmal im Wasser eingedrungen ist, wird es natürlich auch dort gestreut und schließlich absorbiert. Aber ein Teil kann natürlich auch wieder zurückstreuen, und bei 40 Grad wird es auch in der Luft zur Wasseroberfläche hingebrochen und ein kleiner Teil wird reflektiert. Was aber wichtig ist, wenn dieser Winkel 49 Grad und mehr erreicht, dann kommt das Wasser nicht mehr raus, da kommt das Licht nicht mehr aus dem Wasser raus. Ja, Sie sehen, es wird also dann komplett wieder zurückreflektiert. Deswegen habe ich hingeschrieben, das Wasser ist eigentlich eine Lichtfalle.